Herzlich willkommen bei Ishas Tarot. Liebe Zwillinge, ich möchte jetzt heute für euch einmal die Vollmondenergien ergründen mit den Karten. Dazu habe ich mir ein Legesystem rausgesucht, das heißt das Geheimnis der Hohen Priesterin. Wir schauen mal, ob wir da ein Geheimnis bei euch ergründen können, was ein Thema sein könnte in diesen Vollmondenergien, was die Karten euch wissen lassen müssen oder wissen lassen wollen. Als erstes mische ich einmal die Karten in der Hand, um ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. So. Hier fällt keine. Die sind auch tatsächlich erstaunlich ruhig hier bei euch. Okay, hier sind schon mal einige rausgefallen. Ich lege die schon mal so hin zu dem Legesystem, dass ich weiß, in welcher Reihenfolge die rausgefallen sind. Okay. Zwei brauchen wir noch. Na komm, eine letzte noch, bitte. Eine letzte noch. Okay, die ist gesprungen, die scheint wichtig zu sein. Okay, dann fangen wir mal an. Liebe Zwillinge, wir haben hier, oh sehr schön, wir haben hier, das ist das Thema. Das Thema ist im Grunde genommen, hier sind ganz viele Chancen auf, ich sag mal Abenteuer. Gleichzeitig haben wir hier mit den vier Stäben, haben wir hier eine sehr schöne Energie von, man wird willkommen geheißen. Es kann sein, dass da jemand mit dir zusammen Lust hat, Abenteuer zu erleben. Beziehungsweise vielleicht hat da jemand Lust, auch mit dir zusammen etwas Neues zu ergründen oder erkunden. Auf jeden Fall geht es hier tatsächlich auch um ein bisschen Mut. Also hier ist tatsächlich viel Mut mit drin. Es kann sein, dass du jetzt in den Vollmondenergien mehr Mut hast, dich vielleicht auszusprechen, dass da wieder mehr Harmonie reinkommt in Beziehungen. Der Vollmond steht in diesem April im Sternzeichen der Waage und da ist so sehr, das ist so ein Harmoniebooster, ne? Da kommen sehr viele Leute, werden danach streben, wieder Harmonie und Partnerschaft zu erreichen. Das heißt, wenn da wirklich jemand kommt und sagt, ja, ich möchte mit dir zusammen irgendetwas erleben, ich möchte mit dir zusammen eine Beziehung aufbauen, ne? Das hier kann tatsächlich hier in diesem Kartenbild das hier sein, ne? Mit dem Ast der Stäbe haben wir hier wirklich, wie gesagt, so einen Blumenstrauß voller Chancen. Chancen auf Abenteuer, Chancen auf, ich probiere was Neues, etwas, was ich mich sonst nicht trauen würde. Ne? Und wie gesagt, du hast hier Menschen oder einen Menschen, die das mit dir zusammen machen wollen. Die haben da richtig Lust drauf. Und die haben auch richtig Lust drauf, das genau mit dir zu machen. Ne? Irgendjemand mag dich wahnsinnig gerne, würde dich mit offenen Armen empfangen und dich vielleicht auch so ein bisschen dazu anstiften, so ein Kram zu machen. Ne? So, jetzt schauen wir mal weiter. Ich habe mich tatsächlich für dieses Legesystem entschieden, weil wir, wie gesagt, hier eine Vollmondlegung machen. Und das Geheimnis der Hohen Priesterin zeigt auch so ein bisschen die Vollmondenergien an. Ne? Hier ist Vollmond, hier ist der zunehmende Mond, hier ist der abnehmende Mond. Ne? Und die Hauptenergie ist hier tatsächlich eine sehr weibliche, beziehungsweise die Königin der Kelche. Ne? Königin der Kelche ist in der Regel, oder König der Kelche ist in der Regel ein Herzensmensch. Das muss nicht unbedingt ein Liebespartner sein, aber es kann auch jemand sein, der einfach sehr, sehr stark deine Gefühle berührt. Jemand, der von Gefühlen umflossen ist von dir. Ne? Das kann es hier in dieser Legung aber auch du sein, dass du einfach sagst, ich bin hier so sehr im Kontakt mit meinen Gefühlen, dass ich jetzt auch Lust habe, Sachen auszuprobieren, die ich sonst nicht mache. Das ist hier tatsächlich eine sehr, sehr schöne Energie und das wirkt hier auch tatsächlich, wie gesagt, sehr abenteuerlustig. Und auf der einen Seite, vielleicht hast du auch Lust, dich in ein Liebesabenteuer zu stürzen, ne? Und merkst, da ist jemand, der auf mich wartet und der kennengelernt werden möchte. Und du präsentierst dich hier vielleicht mit der Energie der Königin der Kelche, ne? Das kann tatsächlich aber auch jemand sein, ich sag mal so, diese Hauptenergie, dieser Haupteinfluss kann natürlich auch ein Wassersternzeichen sein oder ein Sternzeichen, was mit Wasser assoziiert ist, ne? Fische etc. Das kann hier auch sehr, sehr gut möglich sein, denn diese Personenkarten zeigen auch häufig die Sternzeichen beziehungsweise die Assoziationen mit den Sternzeichen. So. Die gewinnende Energie ist hier wirklich, ich sag mal so, ich stürze mich ins Abenteuer rein. Ne? Auf der anderen Seite bist du aber auch noch ein bisschen,
ich sag mal, wie nennt man das, abwehrend. Also das hier ist tatsächlich auch so eine Karte, so von wegen, ich wehre mich. Ich gehe wirklich auch offen in den Konflikt rein und sage, pass mal auf, so geht das hier nicht. Ne? Das ist auch so eine sehr schöne Energie, dass hier wirklich was Kraftvolles und was Mutiges mit drin ist. Ich habe hier ganz viel Mut mit in der Legung drin. Jetzt haben wir hier mit der Sonne, haben wir eine verlierende Kraft. Also dieser Einfluss wird sich langsam totlaufen. Das ist der abnehmende Mond, soll das in diesem Kartenbild symbolisieren. Die Sonne ist eine Karte, die auf der einen Seite immer sehr schön für unbeschwerte Stunden steht. Auf der anderen Seite zeigt sie aber auch eine gewisse Naivität mit dem Kind auf dem Pferd. Dieses Kind schert sich nichts um nichts, ne? Das lebt in den Tag hinein, genießt die Sonne, macht sich keine Sorgen. Und diese Sorglosigkeit, diese Naivität, die wird wahrscheinlich bei dir in dieser Zeit ordentlich abnehmen. Das heißt, auf der einen Seite wirst du realistischer, und auf der anderen Seite bist du jetzt wieder mutiger geworden. Ne? Vielleicht ist das auch so, ich sag mal so, wie so ein Wachstumsschub, dass du das Gefühl hast, okay, in diesem einen Bereich, ne, dieser eine Bereich, in dem ich jetzt mutiger werde, der nimmt tatsächlich meine sorglose, fast schon naive Art, nimmt ordentlich ab und ich traue mich jetzt wieder Dinge, weil ich mich ein Stück weit erwachsener fühle. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, was ich da versuche zu sagen. Okay, das hier soll die schwarze Säule sein, das hier soll die weiße Säule sein. So, was im Dunkeln liegt, ist hier tatsächlich noch so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen wie so eine Enttäuschung. Also du siehst noch nicht so alle Dinge, die auf dich zukommen. Das hier ist tatsächlich eine typische Karte, die anzeigt, da gibt es sehr viele Geschenke vom Universum, die dir gemacht werden, aber du siehst es nicht. Es ist noch ein bisschen Missmut in dir drin. Das ist, auf der einen Seite hast du einen großen Wachstumsschub gemacht und du bist jetzt wieder mutiger, du traust dich wieder Dinge, auf der anderen Seite siehst du noch nicht, was dir alles an Geschenken gemacht wird. Das ist so ein bisschen das Thema von dieser Karte. Ne? Das ist im Moment im Verborgenen, das ist im Dunkeln, das ist dir wahrscheinlich auch nicht so richtig bewusst. Ich sag mal so, diese Karte zeigt immer häufig, oder beziehungsweise ich assoziiere sie häufig mit so, ja, ich versuche jetzt kein Klischee aufzumachen, aber doch muss ich. So eine jammerige Oma, die den ganzen Tag da sitzt und sagt, oh, das läuft schief und das läuft schief und das läuft schief und das läuft schief und das und das und das. Und vielleicht ist das eine Frau, die mit Perlen behangen ist, die wirklich ein sehr schönes Leben hat in einer Villa, aber dir den ganzen Tag erzählt, was alles furchtbar ist in ihrem Leben. So. Und das ist so ein bisschen diese Energie dieser Karte, ne? Also, dass da wirklich jemand ist, der ist reich beschenkt, der wird auch weiterhin reich beschenkt, aber der ist irgendwie in so einer missmutigen Laune und kann das gar nicht so richtig dankbar schätzen. Was im Licht ist, ist, du kommst wieder in eine Lebendigkeit rein. Durch diese Abenteuerlust fühlst du dich wieder lebendig. Du kannst wieder aufatmen. Das ist häufig wie so eine Energie. Du hattest wie so einen Steinblock auf dem Herzen und der wird jetzt weggenommen. Du kannst wieder durchatmen. Du kannst wieder lebendig sein. Du kannst wieder aufstehen und Dinge tun. So. Und das ist eine sehr, sehr schöne Energie. So, jetzt schauen wir mal auf die. Ah, okay, worauf es hinausläuft. Du wirst dir bei deinen ganzen Abenteuern auch ein bisschen die Finger verbrennen. Das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Auf der einen Seite ist es irgendwie so Lebendigkeit. Du hast das Gefühl, du bist wieder im Leben drin, lieber Zwilling. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, auch hier diese Energie von wegen, guck mal, was ich alles verloren habe. Ich weine um verschüttete Milch, aber im Grunde genommen hast du noch eine ganze Menge im Hintergrund. Das ist so ein bisschen die Karte, worauf es hinauslaufen wird. Da würde ich dir tatsächlich sagen, versuch da ein bisschen Abstand von zu nehmen, von dieser Haltung, von diesem, guck mal, was ich alles verloren habe und es geht mir so schlecht und das und das und das und das läuft alles schief, ne? Gleichzeitig scheinst du hier aber auch eine sehr aufregende, sehr lebendige, Phase in deinem Leben anzustreben. Und dann guck, dass du dich von deinen Altlasten entfernst, ne? Also nicht immer nur auf die Altlasten gucken, was ist alles schief gelaufen, sondern guck nach vorne. Guck, was du gerade alles geschenkt bekommst, weil das wirkt hier tatsächlich wie etwas wahnsinnig Schönes, wahnsinnig Aufregendes. Die letzte Karte ist das Geheimnis der Hohenpriesterin. Einmal kurz vorweg, ich habe gerade runtergeluschert, ich muss es zugeben.
Wenn es eine Karte aus der kleinen Arkana ist, wäre es kein Geheimnis, aber es ist eine Karte aus der großen Arkana und es sind die Liebenden. Ich raste aus. Das ist wirklich, also dieses Legesystem macht mir persönlich gerade wahnsinnig viel Spaß. Mit den Liebenden haben wir ein Geheimnis, was auf große Liebe hindeutet. Das ist so ein bisschen das, worauf du hinaussteuern kannst. Das kann man tatsächlich jetzt auch als Liebeslegung verkaufen, wenn ich es verkaufen wollen würde. So. Die Liebenden ist hier das Geheimnis. Das heißt, für dich ist Liebe vorgesehen. Es braucht tatsächlich hier eine Menge Mut. Es braucht eine Menge Abenteuerlust, damit du dich in die Liebe reinstürzen darfst. Vielleicht dir selber auch die Erlaubnis geben kannst. Ne? Aber im Grunde genommen würde ich jetzt hier tatsächlich sagen, mit dem Vollmond im Sternzeichen Waage haben wir hier eine Energie, wo es sich lohnen könnte, in eine Beziehung reinzugehen oder wo man große Chancen dazu hat. Wenn du natürlich über diesen Missmut ein bisschen hinwegkommst, das ist ein ganz wichtiges Thema bei dir hier in dieser Legung. Mit den Liebenden haben wir aber auch eine Energie, wo ich sag mal, auch deine eigene Beziehung könnte reaktiviert werden, wenn du in einer langen Beziehung bist und die fühlt sich schon wieder so ein bisschen langweilig, ausgelaugt, alt und verkrustet an. Aber du kannst hier tatsächlich neuen Schwung reinbringen. Wir haben hier wahnsinnig viel Abenteuerlust und wir haben hier ganz viele Chancen darauf, dass du jetzt hier irgendetwas neu machen kannst und auch dich ausprobieren darfst. Die Erlaubnis hast, dich auszuprobieren, dich anders zu präsentieren, Dinge neu auszuprobieren. Probieren. Ne? Das ist so eine ganz, ganz wichtige Message hier in dieser Legung drin und gleichzeitig haben wir auch hier mit dem, das soll so ein Erzengel darstellen in der Karte, ne? Da gibt es so einen Segen drauf. Ne? Das heißt, es ist alles in Ordnung, das darfst du so tun. Wie gesagt, guck nicht immer auf die Vergangenheit, guck nicht auf immer das, was schiefgelaufen ist, sondern da ist gerade eine Phase in deinem Leben, wo du wahnsinnig viele Geschenke vom Universum bekommst, die du sehen solltest und die du annehmen darfst. Ne? Wie gesagt, das ist alles abgesegnet und am Ende wird hier eine große Liebe auf dich warten. Ne? Wenn es nicht die Liebe zum Mann oder zur Frau ist, kann es auch sein, dass das hier die Liebe zu, ich sag mal, den besten Freunden ist. Dass da auch eine Menge Gefühle fließen, dass man einfach merkt, okay, die Menschen tun mir gut, die Menschen sind wertvoll in meinem Leben und ich darf auch aufrichtig sagen, ich liebe meinen Freundeskreis, sowas zum Beispiel. Ja, eine wahnsinnig schöne Legung, lieber Zwilling. Ja, wenn euch noch irgendwas unklar ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.